Ja, abschließend möchte ich noch ein paar Bemerkungen machen. Und das ist der Satz, den wir im letzten Kapitel am Ende bewiesen haben. Zu jeder Matrix gibt es eine Zeilenanordnung, so dass die dann entstehende Matrix eine sogenannte LR-Zerlegung besitzt. Man kann sie schreiben als L mal R mit einer unitären linken unteren Dreiecksmatrix L und einer rechten oberen Dreiecksmatrix R. Okay, einige Bemerkungen dazu. Angenommen, ich kenne so eine LR-Zerlegung einer Matrix. Wie kann ich dann das Gleichungssystem AX gleich B lösen? Da schauen wir uns das an. Also gegeben AX gleich B, bringen wir zunächst mal das Gleichungssystem in die Anordnung der Gauß-Elimination. Das heißt, wir multiplizieren von links mit P und erhalten PAX gleich PB. Dann können wir einsetzen, PA ist L mal R, also steht hier L mal RX gleich PB. Wir setzen das Y hier vorne gleich RX und erhalten dann die beiden Gleichungssysteme LY gleich PB und RX gleich Y. Okay, wie könnten wir dies LY gleich PB, wie könnten wir das lösen? Das PB kennen wir, das L kennen wir auch. Wenn wir uns das anschauen, das L ist eine normierte linke untere Dreiecksmatrix. Das heißt, wenn wir das Matrix-Vektorprodukt bilden von L mal Y, dann kommt in der ersten Zeile oben nur das Y1 vor. Genau wie vorhin beim Rückwärtseinsetzen in der letzten Zeile bei der Gauss-Elimination nur das Xn vorkam. Das heißt also, wir können das x1 ausrechnen, weil in der ersten Zeile das einzige ist, was vorkommt. In der zweiten Zeile tauchen nur x1 und x2 auf. x1 kennen wir schon. Also können wir x2 ausrechnen und so weiter. Es ist genau dasselbe wie vorhin bei der Gauss-Elimination, nur dass wir diesmal nicht von hinten nach vorne gehen, sondern dass wir diesmal von vorne nach hinten gehen. Wir können also das Y mit sehr wenigen Operationen einfach durch Einsetzen ausrechnen. Vorhin haben wir das Rückwärtseinsetzen genannt. Konsequenterweise benennen wir jetzt die Berechnung des Ys vorwärts einsetzen. Okay, und das Rx gleich Y, das ist jetzt gerade dies schon bekannte Rückwärtseinsetzen. Das R war ja unsere Matrix in Zeilenstufenform. Da haben Sie vorhin schon gesehen, wie man dann daraus das X ausrechnet, wenn man so ein Gleichungssystem Rx gleich Y hat. Das heißt also, mit relativ wenig Aufwand können wir da tatsächlich direkt unser X ausrechnen. Das heißt, erst das Y ausrechnen und dann anschließend das X ausrechnen. Nächste Frage, diese Permutationsmatrix da oben, das ist ja ein bisschen doof, kann man auf diese Permutationsmatrix verzichten? Und wenn nein, gibt es ein Beispiel, wo man nicht auf diese Permutationsmatrix verzichten kann? Ja, das gibt es natürlich. Und ich nehme hier wenn hier oben links in der Ecke eine 0 steht, dann ist schon klar, das Gaußsche Eliminationsverfahren ist nicht durchführbar und direkt auf dieser Matrix, ohne dass ich irgendwas vertausche. Und das heißt, diese Matrix 0, 1, 1, 0, die wird nie in der Lage sein, da unten an diese Stelle 0 hinzubringen. Das heißt, dieses Gaußsche Eliminationsverfahren nicht durchführbar und konsequenterweise gibt es auch keine LR-Zerlegung. Was man sich daran merken kann, ist, es gibt durchaus invertierbare Matrizen, die keine LR-Zerlegung besitzen. Die Matrix, die da steht, ist nämlich invertierbar. Aber natürlich eine Vertauschung, eine Zeilenvertauschung dieser Matrix besitzt natürlich eine. Wenn ich nämlich die beiden Zeilen hier vorne vertausche, dann habe ich die Einheitsmatrix, die ist ihre eigene LR-Zerlegung. Dann höre ich in Prüfungen häufig, damit eine Matrix eine LR-Zerlegung hat, muss sie invertierbar sein. So wie wir es definiert haben, muss sie das nicht. Ja? Und als Beispiel dafür, die maximal nicht invertierbare Matrix ist die Nullmatrix, also 0, 0, 0, 0. Und die ist offensichtlich darstellbar in der Form 1, 0, 0, 1. Das ist definitiv eine linke untere Dreiecksmatrix mal 0, 0, 0, 0. Und das ist definitiv eine rechte obere Dreiecksmatrix. Ja? Also auch singuläre Matrizen haben in unserer Definition tatsächlich eine LR-Zerlegung. Zum Aufwand zur Herstellung brauche ich hier gar nichts zu sagen, denn die Koeffizienten werden ja geliefert durch die Gauss-Elimination. Da haben wir schon festgestellt, dass die n hoch 3 Drittel plus o von n Quadrat Rechenoperationen benötigt. Und das heißt, der Aufwand ist natürlich der gleiche bei der LR-Zerlegung. Man könnte sich jetzt fragen, wenn so eine Matrix eine LR-Zerlegung besitzt, ist diese LR-Zerlegung dann auch eindeutig? Und das ist der Fall unter der Voraussetzung, dass die Matrix A invertierbar ist.
Das wollen wir hier ganz schnell nochmal beweisen. Und ich weise nochmal darauf hin, im Lernskript finden Sie immer die Beweise ein bisschen besser ausgearbeitet. Sei A eine invertierbare N-Kreuz-N-Matrix und angenommen, diese Matrix A habe nicht nur eine, sondern zwei LR-Zerlegungen in der Form L1 mal R1 bzw. L2 mal R2. Wir lassen das jetzt allgemein. Ich würde halt gerne, wenn daraus schon folgt, dass L1 gleich L2 und R1 gleich R2 sein muss, dann ist tatsächlich natürlich diese Zerlegung eindeutig. Okay, das heißt also, ich versuche zu zeigen, dass L2 gleich L1 sein muss und R1 gleich R2. Zunächst mal multipliziere ich das Ganze hier mit L2 hoch minus 1 von links und mit R1 hoch minus 1 von rechts und dann steht hier das Gleichungssystem L2 hoch minus 1 mal L1 gleich R2 mal R1 hoch minus 1 und diese Matrix hier vorne, die da rauskommt, die nenne ich D. Okay, an dieser Stelle brauchen wir ein kleines Lemma, das einfach zu beweisen ist, aber sehr, sehr technisch ist und ich zitiere das hier einfach nur. Dreiecksmatrizen bilden einen Ring, das heißt also Produkte, Summen und Inverse von Dreiecksmatrizen sind wieder Dreiecksmatrizen. Ja, das heißt also Inverse und so weiter von linken unteren Dreiecksmatrizen sind wieder linke untere, von rechten oberen sind rechte obere Dreiecksmatrizen. Außerdem gilt, Produkte von normierten Matrizen sind normiert und beides zeigt man tatsächlich einfach durch Hinschreiben. Okay, was bedeutet das? Naja, also dies L2 hoch minus 1 mal L1. L2 ist eine linke untere Dreiecksmatrix. Hoch minus 1 bleibt eine normierte linke untere Dreiecksmatrix mal L1. Das heißt, in jedem Fall ist das, was hier steht, eine linke untere Dreiecksmatrix. Und außerdem ist es normiert. Das heißt also, auf der Hauptdiagonale stehen Einsen. Das R2 hier vorne ist eine rechte obere Dreiecksmatrix. Das R1 ist auch eine rechte obere Dreiecksmatrix. Hoch minus 1 bleibt rechte obere Dreiecksmatrix. Produkt bleibt rechte obere Dreiecksmatrix. Das heißt, das, was hier steht, ist eine rechte obere Dreiecksmatrix. Okay, dieses D ist also sowohl eine linke untere Dreiecksmatrix, hat damit unterhalb der Hauptdiagonalen, oberhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen, als auch eine rechte obere Dreiecksmatrix. Damit hat es unterhalb der Hauptdiagonalen nur Nullen. Das heißt also, es bleibt nur eins über, es gibt nur Elemente auf der Hauptdiagonalen oder mit anderen Worten, das D ist eine Diagonalmatrix. Und was steht auf der Hauptdiagonalen? Naja, wir wissen schon, diese Matrix ist unitär, das heißt also, auf der Hauptdiagonalen stehen nur Einsen. Mit anderen Worten, das D ist eine Matrix mit Einsen auf der Hauptdiagonalen und sonst ist sie überall 0, mit anderen Worten, es ist die Einheitsmatrix. Das heißt, es gilt D gleich I. Okay, damit gilt also L1 gleich L2 hoch minus 1 mal L1 gleich I. Ich multipliziere von links mit L2 und erhalte L1 gleich L2 und entsprechend hier vorne R1 gleich R2. Das heißt also, die Annahme, dass es hier zwei unterschiedliche gibt, war nicht möglich und zwei unterschiedliche Zerlegungen gibt, war falsch. Und in Wirklichkeit gibt es nur einen und es gilt hier sofort L1 gleich L2 und R1 gleich R2. Ganz kurz, weil ich glaube, ich habe das gerade nicht gesagt. Wo haben wir dieses A invertierbar hier eigentlich benutzt? Naja, also wenn wir A darstellen können als L1 mal R1 und A ist invertierbar, dann müssen L1 und R1 beide invertierbar sein. Das heißt also, was ich hier vorne gesagt habe, ich multipliziere von links mit L2 hoch minus 1 beziehungsweise mit R1 hoch minus 1. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn diese Matrix hier, wenn dieses L2 und R1 tatsächlich invertierbar sind. Und das ist gerade dann der Fall, wenn auch A invertierbar ist. Okay, gut. Und das war's für heute.